Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich war heute beim Mediamarkt, habe meine Bestellung abgeholt, habe mir die aktuellen 6 Mundus-Steelbooks geholt, die 4K-Steelbooks. Und das hier ist das erste, was ich euch präsentiere. Dann lasst uns erstmal auspacken. Ha? Schon vorsichtig mit dem Unboxing-Messer. Jawohl, ist so ein Schuber drum. Deswegen kann man das so gut rein. So. Der erste Vorteil, der FSK-Sticker ist auf der Hülle. Okay. Oh, wie ich es hasse, Mann. Lässt sich sehr schwer ablösen. Sind Rückstände drauf, üble Rückstände. Muss ich nachher mal mit einem Reiniger versuchen oder so. So, packen wir das schöne Stück mal aus. Ah, wie man hier sehen kann, ist der Würfel hier oder der Quader, was es darstellen soll, auf der Hülle bedruckt. So, türkis, denke ich, ja. Und der Avenger-Schriftzug unten ist so silber geprägt auf dem Schuber. Genial. Gucken wir uns mal das Backcover an. Hier die Informationen. Die Credits. Und noch die Spezifikationen, Barcode und so weiter. Lass uns mal die Schuber wegnehmen. Was ist das? Ah, das ist hier geklebt. Okay. Kriegt man das los, oder? Ah ja, das sind 2 Klebepopel oben dran. Jawohl. Na, so wie es aussieht, gibt es da hinten auch noch mal ein Special. Also, hier Iron Man. Wenn ich das jetzt hier reinschiebe, sind die Punkte genau an seiner Brust und an seiner Hand. Auch so silber geprägt, so silber foliert. Ah, zwar nicht hundertprozentig, wenn man es schiebt, passt es. Also, das ist grundsätzlich matt gehalten, der Hintergrund. Und die Figuren sind Hochglanz. Vorne genauso. Hochglanz. Die Figuren. Ja. Hintergrundmatt. Dann machen wir das gute Stück mal auf. Und hier ist jetzt der Imprint. Hier ist die 4K, die nehmen wir mal raus. Ne, das ist die Blu-ray. Okay. Die Blu-ray. Und die 4K. Ja, auch sehr schön bedruckt. Und vor allem verschieden bedruckt. Jetzt haben wir hier das Imprint. Sehr scharf. Der Steelbook-Effekt kommt hier auch einigermaßen zur Geltung. Man sieht halt, dass die Charaktere hier im Vordergrund grundiert sind und da gar keine Steelbook-Effekte durchkommen. Ja. So, das war's mit der Vorstellung. Hau ich das hier wieder rein. Ja, ich finde es ein sehr schönes Steelbook. Kann sich sehen lassen.
Film kenne ich noch nicht. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich bin eigentlich normalerweise gar nicht der Marvel-Fan. Außer The Punisher oder Blade oder so. Das gucke ich von Marvel, aber den Rest eigentlich hat mich noch nie so richtig interessiert. Und jetzt mit den schönen Mondo-Steelbooks fange ich jetzt mal an, mich da in das MCU einzugucken. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Adio.